Sagenhaft. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit Stefan zusammen seinen Gewinn zu feiern. Ja, mein lieber Axel, danke. Völlig überraschend hast du die Nachricht geschickt, dass ich was gewonnen habe. Ich bin ja nicht der Gewinnertyp, aber ich habe mich riesig gefreut und jetzt bin ich hier. Und dann machen wir mal ein Video über meinen Gewinn. Ja, es geht um die Magneto, die Uhr ohne Glas. Stefan, die Uhr ist deine und hier ist noch ein Gutschein dabei, weil da kannst du 10 Euro auf die nächste Bestellung, wenn du dir ja noch 2 Dutzend Magneto bestellen möchtest, sparst du wenigstens 10 Euro. Ja, dann lasse ich mich mal überraschen. Ja. Schau dir die Uhr an, ich greife derweil hier zu den Stückchen. Leute, die sind echt klasse. Tut mir leid, dass ihr nur gucken könnt, wir essen. Okay, ein Putztuch. Was Geschriebenes, ohne Brille für mich nicht lesbar. Eine Schaumstoffabdeckung? Nein. Wow, und hier ist sie wirklich. Boah, das ist ja mal... Ich glaub's nicht, das ist ja wirklich ein super schönes Teil. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich... Jetzt nehme ich so doch die Brille, ihr Lieben. Ja, traumhaft. Ja, das ist ja geil. Also das ist mal was, ja, hat nicht jeder. Schüttel die mal, also ein bisschen. Ja, die Kugeln lösen sich und fangen sich wieder auf der Uhrzeit ein. Ich glaube, der Blinde mit zartem Fingergefühl kann sie sogar ertasten. Wow, ja, das, mein Lieber. Das Schärfste finde ich. Vielen Dank. Das freut mich total. Halt die mal waagerecht und stell die mal. Das finde ich das Schärfste überhaupt, dass die Kugeln sich wirklich wie die Uhrzeit dann verstellen. Ja, das kannst du nicht zeigen. Nee, ich kann es nicht zeigen. Das ist Wahnsinn. Vielleicht kriegen wir es doch mal in groß hin. Sagenhaft. Das ist ja... Also schon witzig. Es ist schon ein Gimmick. Wir kriegen gerade ein bisschen Wind hier. Ja, wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund. Wir haben hier Fest der Nationen im Park. Heute am Handgelenk meine Sinn U1 DS, die 63 von 100. Und jetzt kommt der große Moment. Ja, wahrscheinlich. Band war es knapp oder geht es? Man muss mal gucken. Band wird knapp sein. HGU 21,5. Und jetzt stoppt die Durchblutung. Da ist sie. Ja, super. So als Gimmick, ja, als Gag fand ich die absolut außergewöhnlich. Ich meine, Wasserdichtigkeit muss man natürlich nicht drüber reden. Ja, vielleicht läuft es unten wieder raus, wenn es oben reinkommt. Ja, eine traumhaft schöne Uhr. Trotz allem. Also es ist live noch nie gesehen. Ja, als du hier warst und wir die Damascena gemacht haben, warst du hinterher enttäuscht, dass wir nicht dran gedacht haben. Ja, insofern, aber so ist es gut. Alles hat seinen Sinn. Ne? Also das ist ja jetzt eine Überraschung. Schade, dass sich der Erstgezogene nicht gemeldet hat. Also, mein Lieber, ärgere dich. Und ich war völlig überrascht, als du mir kundgetan hast, dass ich der Zweite bin, den dein Computerprogramm ausgesucht hat, was ein Zufall war. Mhm. Was wirklich ein Zufall war. Super. Wenn du überlegst, die hat jetzt ich habe es ja vorgestellt, die Preise ja gesagt, insofern ist es ja kein Geheimnis. 119 Euro, 109, um diesen Dreh rum mit Stahlband vielleicht ein Ticken teurer. Ja. Find ich für diese Geschichte echt außergewöhnlich. Es sieht doch schön aus. Die Lünette so ist irgendwie alles gut gemacht. Ja, das Gehäuse gesandstrahlt, ne? Also das ist jetzt fest, ja. Ich meine, die sieht nicht aus wie eine 2000-Euro-Uhr, nein, und die sieht nein, auch nicht aus wie eine 100-Euro-Uhr. Nö. Magneto. Und immerhin kriegen die es hin,
das Armband mit einem Schnellwechselsystem auszustatten. Na, das kommt jetzt immer mehr. Ja. Ich hatte mit dem Cornelius Huber von Zirkula gesprochen. Ja. Der sagte, anfangs waren die Stege sehr schwach, die brachen relativ leicht. Mittlerweile sind die wohl annähernd so haltbar wie normale. Und ich war anfangs auch relativ skeptisch, weil ich gedacht habe, ich brauche das nicht und jede zusätzliche Funktion ist eine potenzielle Schwachstelle. Mittlerweile mag ich die auch total gerne. Ja, das ist gut, das ist praktisch. Ja, da werde ich doch mal gucken, ein längeres Armband organisieren. Weil sowas muss man tragen. Ja, so für einen Grillabend oder auf ein Bier oder so. Also ich würde sie vielleicht nicht unbedingt im Alltag tragen. Da hätte ich Bedenken, dass Staub, Dreck reinkommt und du dann ständig irgendwie am Saubermachen bist. Aber auf jeden Fall, es ist ein Hingucker, weil es außergewöhnlich ist und dadurch auffällt. Ja, es ist eine Uhr, um darauf angesprochen zu werden. Ne? Die trägt man nicht alleine vom Fernsehen. Nee. Super. Ja, freut mich total. Gewinn ist übergeben. Was wir jetzt noch machen werden, und das kommt dann vielleicht auch die nächsten Tage, wir gucken uns jetzt eine Uhr aus den Niederlanden an, Bezug zu Deutschland deshalb, weil der Inhaber in Deutschland wohnt. Deswegen kriege ich so gerade eben noch knapp die Kurve, das auf meinem Kanal zu zeigen. Und das drehen wir jetzt noch ab. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwann ein Gewinnspiel. Bis dann. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Tschüss.